Hubert und Staller, Amors tödlicher Pfeil. In einem Wald. Ganz normaler Wald. Naja, wenn sie bei der Polizei anrufen, übertreiben sie immer. Ausgerechnet heute, wo die Franzosen kommen. Die sind ja vollkommen wurscht. Bei mir nicht. Hast du das mitgekriegt, was die Sonja da alles bestellt hat? Nur vom Feinsten. Ach, für die blöden Rotweinbiesler. Das sind Polizisten. Ja, Hansi, du bist da Polizist und du langst mir, ehrlich gesagt. Meint ihr das dann mit Müllhalde? Also, da habe ich schon Möbelhäuser gesehen, die viel schlimmer ausschauen. Ah, grüß Gott, die Herren. Grüß Gott, haben Sie den ganzen Schmarrn dahingestellt? Ein Weißhaariger. Sie, das gehört mir gar nicht. Ich hab Sie doch angerufen. Das schaut ja alles noch tadellos aus. Wieso wollen Sie das loswerden? Sie, das ist ein Missverständnis. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Aber Sie haben angerufen, oder? Wissen Sie, ich kann ja jeden Morgen hier spazieren. Dann habe ich das gesehen. Den Sessel, den würde ich Ihnen sogar abkaufen. Was wollen Sie denn da dafür? Ja, gar nichts. Sie können von mir aus das ganze Zeug behalten und mit nach Hause nehmen. Ja, aber jetzt wollen Sie uns nicht Ihren alten Schrott da andrehen, oder? Ja, Park, Miseria, Himmel, was soll ich denn noch sagen? Das gehört mir gar nicht. Aha, und das Auto, das gehört Ihnen auch nicht, oder was? Nein. Und Sie schauen mal nach dem Auto. Keine Ahnung. Er hält Walkingstöcke. Wo kommen Sie eigentlich her? Aus Italien. Italien, ja. Genau? Civita Vecchia. Civita Vecchia, das ist da. Da fährt man einen Brenner. Neben dem Auto entdeckt Staller am Boden einen Wagenheber und einen reglosen Mann. Hansi, ist da was? Eher nix. Anja? Also, ich tippe auf Schädelbasisbruch. Und zwar durch einen Schlag mit dem Wagenheber. Keine Fingerabdrücke, Todeszeit gestern Abend gegen 21 Uhr, plus minus eine Stunde. Staller hält ein Kärtchen. Und dass der sich selber mit dem Wagenheber eher nicht, hä? Eher nicht, da liegt eindeutig Fremdeinwirkung vor. Christoph Kaiser heißt der, Hochzeitsfotograf. Tu mal her. Traudels Hochzeitsservice. Ui, da hat die Frau auch noch mit dabei gehabt. Was macht der Hochzeitsservice? Das kann ich dir genau sagen. Kostet einen Haufen Geld und machen nichts. Das stimmt doch gar nicht. Die organisieren Hochzeiten, damit sich das Paar um nichts kümmern muss und alles genießen kann. Es gibt nämlich Menschen, für die ist die Hochzeit der schönste Tag im Leben. Mhm. Für manche auch nicht. Ja, wenn ihr hier noch mal schauen wollt, das lag hinten in seinem Kofferraum. Mit Teufel, das ist ja komplett eingeschaut. Ja, und zwar mit Blut, wobei ich noch nicht sagen kann, von wem oder was. Ja, vor ihm natürlich, wenn er einen Wagenheber über den Schädel gekriegt hat. Moment, Hansi, der hat das Sakko gar nicht angehabt. Ja, dann hat ihm halt der Täter wieder ausgezogen. Weil ihm zu warm war, oder? Na, Spuren verwischen. Dann wieder zurück ins Auto gelegt. Trägt's euch nicht auf, ich geb's ins Labor, dann wissen wir mehr. Hier sind noch seine Privatsachen, die restlichen. Und tschüss. Hubert nimmt die Tüte mit Smartphone. Dann hebt er ein Absperrband vor Anja hoch. Sie verdreht die Augen und geht. Im Konferenzraum des Reviers steckt Sonja Fähnchen in ein Buffet mit Brezen und Räucherfisch. Girwitz kommt. Und Frau Wirt, alles fertig? Ja, Essen ist gekommen, Getränke habe ich auch geholt. Jetzt fehlen nur noch die Franzosen. Hatten wir nicht Cannabis bestellt? Sieht doch viel typischer aus. Ja, wahrscheinlich auch zu teuer. Ja. Was ist mit der Autovermietung, dem Transporter? Ja, Riedel hat den besorgt, steht vor der Tür. Und der ist groß genug? Für 8 Leute reicht er allemal. Ah, wunderbar. Aber dann soll Riedel rechtzeitig losfahren, nicht? Nicht, dass Sie im Bad warten müssen. Ja, klar. Wir haben heute ein Mörderprogramm. Und ich möchte auf keinen Fall zu spät zum Empfang vom Bürgermeister kommen. Oh, Moment. Ja. Ah. Hubert! Haben Sie das Müllproblem gelöst? Ja, also der Müll ist da, aber es gibt ein kleines Zusatzproblem. Wir haben einen Toten gefunden. Gefunden? Bitte sagen Sie mir, der Mann ist an Altersschwäche gestorben. Nein, dem haben Sie einen Schädel eingeschlagen. Schädel eingeschlagen? Ich habe gleich das Haus voller Franzosen, Gendarmen, Kollegen. Was ich am wenigsten gebrauchen kann, ist ein ungeklärter Mordfall. Ja, was soll ich machen? Ich kann es nicht ändern. Ja, doch, aufklären, und zwar schnell. Ach so, nur weil die Franzosen da sind, dann muss jetzt alles schnell, schnell gehen, oder? Sofort anfangen, sofort und zügig. Schau, Hupsi, der hat sogar Fernsehfunktion. Toll, aber wir müssen jetzt zur Witwe Kaiser. Ja, und die Möbel? Das interessiert doch keinen Menschen. Hupsi, das sind Beweismittel. Ruf einen Yazid an, der soll ins Revier fahren. Er stupst Staller an. Der liegt im Sessel mit ausgeklappter Fußbank. Staller hebt seinen Arm in Richtung des Kollegen und drückt mehrmals mit dem Daumen auf seine Hand. Vor dem Reviereingang steht Riedel auf einer Leiter. Rechts von ihm hängt ein deutsches, links ein französisches Banner. Hinter ihm parkt der Mercedes-Vito-Transporter. Girwitz kommt. Riedel, kommen Sie da runter, Sie müssen los, die kommen gleich an. Mit Hammer in der Hand steigt Riedel runter. Und seien Sie mir ja höflich zu unseren Gästen. Sie können doch Französisch?
Und petit pot? Ja, das reicht, das reicht. Und wenn Sie irgendwas nicht verstehen, einfach nicken. Ne? Nicken funktioniert immer. Ja. Oui. Und fahren Sie vorsichtig. Das ist ein Leihwagen. Der ist geliehen. Da will ich keinen Kratzer dran sehen. Akkord. Ja, ja. Riedel gibt Girwitz den Hammer, dreht sich um und steigt in den schwarzen Transporter. Er setzt zurück. Girwitz schließt die Augen. Vorwärts fährt Riedel los und winkt. Der Streifenwagen hält vor einem Geschäft. Auf Schildern über zwei großen Bogenfenstern steht Traudels Hochzeitsservice und Leussach Passage. Die Ermittler steigen aus. Im Geschäft sitzt eine Blonde um die 30 an einem Tisch. Hubert und Staller kommen herein. Ui, so viel Glück, da wird's mir schlecht. Grüß Gott, Sie sind die Frau Kaiser? Das bin ich. Eine Schwarzhaarige. Kann ich Ihnen helfen? Ja, wegen Ihrem Mann, Christoph Kaiser. Die Frauen sehen Staller an. Ja? Ist was passiert? Ja, passiert. Also bei so Trauungen, da heißt's ja am Ende immer, bis dass der Tod euch scheidet. Und das wäre jetzt eingetreten. Kaiser ist Anfang 50. Mein Mann ist tot? Ja, also Fremdverschulden. Mein Gott. Kaiser senkt den Blick und legt die Hand an die Schläfe. Wann soll denn das passiert sein? Gestern, 21 Uhr, so plus minus eine Stunde. Ist aber ganz schnell gegangen. Also so ein Wagenheber, der hat eine gewisse Wucht. Die Blonde schluckt. Wann haben Sie Ihren Mann das letzte Mal gesehen? Ja, gestern, so gegen 19 Uhr, als wir hier Schluss machen wollten. Da wollte er noch was erledigen. Reifenwechsel vielleicht? Und dass der über Nacht nicht heimgekommen ist, das haben Sie nicht komisch gefunden. Ich habe auch versucht, ihn anzurufen. Aber er ging nicht ans Telefon. Hm. Hat er vielleicht mit irgendwem Ärger gehabt? Mit dem Oberstädter hat er Ärger gehabt. Mit wem? Adrian Oberstädter, ein Kunde von uns. Christoph hat letzte Woche seinen Polterabend fotografiert. Hier im Geschäft hat er gestanden und hat den Herrn Kaiser bedroht. Er soll sich ja nicht noch mal bei ihm blicken lassen, sonst scheppert's. Ja, das hat sie dann. Mhm. Warum ging es denn da? Der Herr Oberstädter wollte die Rechnung nicht bezahlen. Da hat sich der Christoph beschwert. Es hat dem Oberstädter halt nicht gepasst. Aha. Dann bräuchten wir noch die Telefonnummer von dem Herrn Oberstädter. Ja, ich habe sie nicht von ihm, aber von seiner Verlobten, der Frau Fichte. Lilly, sei doch so lieb. Schreib drauf. Die notiert etwas und reicht Hubert einen Zettel. Staller nimmt einen Prospekt. Ja, ja. Dann herzliches Beileid. Wiederschauen. Wiederschauen. Die Beamten gehen. Am Ausgang steht eine Torte mit Kirschen. Staller greift nach einer. Sie klebt am Kunststoffkuchen fest, der umherrutscht. Draußen. Also. Sehr betroffen hat die echt nicht gewirkt. Die müssen den Verlust auch erst einmal verarbeiten. Das heißt verarbeiten, vielleicht wollt ihr einfach loswerden. Ja, aber deswegen bringt es ihn ja nicht gleich um. Ich sage nur 3000 Haushaltsunfälle pro Jahr. Hallo, Hubert, Polizei Wolfertshausen. Wir würden uns ganz gerne mal mit Ihnen unterhalten, und zwar über den Herrn Kaiser. Er hat sein Smartphone am Ohr. Staller steigt ins Auto. Was? Wo sind Sie? Okay. Der Streifenwagen fährt an Plakaten vorbei. Auf einem steht, Wolfratshausen ist kein Hurenhaus. Wolfgang Amberger, KCP. Hubert und Staller betreten ein Brautmodengeschäft. Eine Brünette drapiert einen weißen Schleier. Ich kann kein Weiß mehr sehen. Grüß Gott, eine Kundin von Ihnen wird man suchen. Frau Fichte? Fichte trägt ein Brautkleid. Ah, oh, gut, dass Sie da sind. Können Sie mir kurz helfen, bitte? Was? Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege mit meinen Fingern. Ach, bestimmt. Ah, danke schön. Staller hat ihr Kleid hinten geschlossen. Wie finden Sie es? Ja, wie aus dem Katalog raus. Sind Sie Model? Nein, wirklich nicht. Ich leite eine Hilfsorganisation für Kinder. Oh, mein Schi. So ist das, wenn man so viel Liebe zu verschenken hat. Na, die Kinder lieben Sie mit Sicherheit heiß und innig. Sie dürfen gerne was spenden, wenn Sie möchten. Ja, vielleicht ein andermal. Wir sind wegen dem Herrn Kaiser da. Ja, stimmt. Hat er Sie geschickt? Ja, jetzt nicht direkt. Also. Ist umgebracht worden. Nein. Doch. Das ist ja furchtbar. Wissen Sie schon, wer es war? Ja, vielleicht irgendwer, mit dem er noch eine Rechnung offen gehabt hat. Über Bilder von Polterabend. Meinen Sie den Adrian? Wie hoch waren überhaupt diese Rechnung? So 6000 Euro. Hui. Ja, deshalb hat der Adrian sich ja auch geweigert zu bezahlen. So wie der Kaiser sich aufgeführt hat. Wie hat er sich aufgeführt?
Erstmal hat er jeden Abend bei uns angerufen. Ich will mein Geld haben. Und dann stand er bei uns vor der Tür. Aha. Und was hat Ihr Verlobter dazu gesagt? Der Adrian, der ist einer der größten Textilunternehmer Südbayerns. Er lässt sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen. Ja, immerhin ist er beim Kaiser im Laden gestanden, hat ihn bedroht. Ach, das wusste ich gar nicht. Wo findet man denn den größten Unternehmer von Südbayern? Das ist heute schlecht. Der hat den ganzen Tag Termine. Schließlich wollen wir morgen heiraten. Herzlichen Glückwunsch. Wissen Sie was? Sobald ich ihn spreche, sage ich ihm Bescheid. Mei, das wäre nett. Danke. Gerne. Hubert geht zur Tür. Lächelnd steht Staller vor Fichte. Hansi. Wiederschauen. Wiederschauen. Die Ermittler gehen. Die Brünette kommt mit einem Nadelkissen zur Braut. Aber ansonsten. Hinten auch. Vor dem Revier. Oh, der ist ganz schlecht. Aber er hat immer noch Schmarrn frisst. Ja, ich habe überhaupt nichts gegessen. Warum? Ich hab im scheiß Buffet. Freue ich mich schon die ganze Woche drauf. Staller eilt an den Bannern vorbei. Hubert folgt ihm. Im Konferenzraum schnappt sich Staller ein Fleischpflanzerl und ein halbes hartgekochtes Ei mit orangefarbenen Kügelchen vom Buffet. Ja, schau. Russisch Ei. Voll Teufel. Mit Kaviar. Das ist kein Kaviar, das ist Forellenruben. Staller riecht daran. Was ist das? Ja, von der Forelle, vom Stör, das wäre viel zu teuer. Sonja kommt. Hey, Hansi, Finger weg. Ich hab Hunger. 24 Stunden nichts gegessen. Ja, da kommt's auf ein paar Minütchen mehr jetzt auch nicht drauf an. Sag mal, wo sind die eigentlich? Die müssten schon längst hier sein. Riedel ist vor einer Stunde losgefahren. Der ist ja wirklich zu allem zu blöd. Staller hat das Essen zurückgelegt. Mit einem schwarzen Kanister in der Hand marschiert Riedel einen Weg neben einem Bach entlang. Er hält inne, kramt sein Handy aus der Hosentasche und drückt Tasten. Im Revier kommt Girwitz zum Buffet. Hubert, Staller, was ist jetzt mit dem Toten? Ja, nix. Wie nix? Ja, nix heute. Ja, gut, aber Sie bleiben da dran, nicht? Und zwar diskret. Ich möchte nicht, dass die Gäste was mitkriegen. Die sind ja noch gar nicht da. Ja, aber das wird sich bald ändern, nicht? Ups. Hansi. Ah, Riedel. Oh ja, geben Sie her. Er nimmt Ihr Smartphone. Riedel, wo stecken Sie? Wir warten hier. Hm? Was ist los? Ich hab die Franzosen. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ja, und warum kommen Sie da nicht? Weil mir das Benzin ausgegangen ist. Ihnen ist was? Ja. Ich meine, das sind doch Leihwagen. Die sind doch aufgetankt. Ja, irgendwie haben die das vergessen. Und bei der ganzen Hektik mit den Franzosen habe ich es dann auch vergessen. Und was ist mit den Franzosen? Wo sind die jetzt? Mit denen ist alles gut. Die habe ich in der Wirtschaft abgesetzt. Na gut, dann sagen Sie mir jetzt, wo die Wirtschaft ist. Dann holen wir sie ab. Ja, die ist hier ganz in der Nähe, ums Eck. Was soll das heißen, um die Ecke? Ich weiß doch nicht, wo Sie sind, verflucht. Wo ist diese Wirtschaft? Wie heißt sie? Na, da habe ich jetzt nicht geschaut. Riedel! Aber das ist ja auch überhaupt kein Problem. Ich tanke jetzt, hol die Franzosen und dann komme ich sofort aufs Revier. Gut. Dann machen Sie das. Aber keine Überraschung mehr! Jawohl. Riedel steckt sein Handy weg und geht weiter. Der Weg ist von Birken gesäumt. Sonja und Girwitz stehen am Buffet. Da gibt man dem Riedel einen Auftrag. Sie legt die Hände aneinander. Und schon habe ich wieder Bauchschmerzen. Sonja winkt. Ah, ja. Girwitz ja. Gibt ihr das Smartphone zurück. Ja. Im Dienstzimmer hält Staller den Prospekt. Wahnsinn, was man da alles machen muss, bloß weil man heiratet. Wobei, mit dem langen Auto, da kommen wir nicht einmal durch die Marktstraße. Deutsches Konsulat in Hermannstadt. Was ist damit? Na, da hat der Kaiser ein paar Mal angerufen. Wie soll denn von denen wollen? Keine Ahnung, war bloß der Anrufbeantworter dran. Deutsches Konsulat in Deutschland. Hermannstadt ist in Rumänien. Staller mit Smartphone. Was macht man da? Weiß nicht, Urlaub. Okay, wer macht denn in Rumänien Urlaub? Vampire. Wo bist du? Mein Herz rast, mein Körper glüht. Wenn du nicht bald kommst, verbrenne ich. Es hört sich nach einem Wohnungsbrand an. Dein Ferkel steht drunter. Dann hat's im Stall brennt. Spanferkel. Hupsi, der Kaiser hat eine Geliebte. Gehabt. Vor dem Revier hält Yazid in einem VW-Pritschenwagen mit den Möbeln auf der Ladefläche. Hubert und Staller kommen. Servus, die Herren. Ich hätte ein paar Möbel abzugeben. Oh Gottes Willen, das habe ich völlig vergessen. Was machen wir damit? Ja, er soll es halt irgendwo hinstellen, wo es nicht stört. Hast du es gehört? Was denn? Hinstellen, wo es nicht stört. Was habt ihr damit überhaupt vor? Wieso hast du Interesse? An was? An die Möbel? Nein, weil dann hätte sie ja nicht extra herfahren müssen. Danke. Bitte. Abladen selber.
In der Pathologie liegt das weiße Sakko mit Blutflecken vor Anja und den Ermittlern. Also, ich habe jetzt die Laborwerte vom Sakko. Und das eine kann ich euch schon sagen, es ist nicht das Blut vom Kaiser. Ja, und jetzt mach Kurquiz. Es ist Taubenblut. Wie? Von einem Tauben? Na, kein Tauber. Ich rede von einer Taube. Ach so, von einer Frau, die nichts hört. Vogel! Frau Vogel. Und nicht nur von einer, wenn man nach der Blutgruppe geht. Ach so, man ist ja mit einem Taubenschwarm kollidiert. Ja, oder so ein Sektenzeugs, die machen das so Blutrituale mit Tieren. Nein, bei den Sekten, da nehmen sie immer Hühner, keine Tauben. Also wo das Blut jetzt herkommt, weiß ich auch nicht. Aber wenn ein Hochzeitsfotograf mit Tauben zu tun hat, dann vermutlich mit Hochzeitstauben. Na, das ist aber wieder so ein Schmarrn. Das ist kein Schmarrn, das ist ein wunderbarer alter Brauch. So, was passiert da? Da lässt man nach der Trauung ein paar weiße Tauben zum Himmel aufsteigen. Das schaut nicht nur schön aus, sondern bringt dem Brautpaar auch noch Glück und Segen fürs gemeinsame Leben. Mhm. Ich hätte auch gern welche gehabt, aber der Herr wollte ja nicht, weil sie zu teuer war. Ich glaube, das lag nicht an den Tauben, dass das mit uns nicht funktioniert hat. Bei der Einstellung brauchst du ja nicht wundern. Staller zieht den Prospekt aus seiner Jacke und faltet ihn auf. Hochzeitstauben? Service durch unseren Partner Taubenfarm Franz Kimmerer. Girwitz kommt ins Vorzimmer. Sonja hält ihr Smartphone und einen Becher. Und immer noch nix. Ich hab's gerade erst probiert, der geht nicht ran. Aber das Tanken kann doch nicht so lange dauern. Ich versuch's ja gleich noch mal. Nee, lass mal. Ich mach das. Bei mir muss er rangehen. Den Blick nach vorne gerichtet, nimmt Girwitz vor dem Revier sein Smartphone ans Ohr. Neben ihm steht der Möbelhaufen. Genervt lässt Girwitz das Telefon sinken, dreht sich um und starrt entsetzt auf die Möbel. Es schneit. Hubert und Staller steigen aus dem Audi. Sie gehen zu einem Mann im Overall, der an Säcken im Kofferraum eines Lada Niva hantiert. Grüß Gott, kann ich Ihnen helfen? Herr Kämmerer? Ja? Ihre Tauben, da hat man es gerne mal anschauen. Ja, die sind da hinten, bitte. Hubert am Smartphone. Ja, hallo? Hubert, ich stehe hier vorm Revier und schaue auf einen Müllberg. Können Sie mir das erklären? Müllberg? Ach so, nein, das ist Beweismaterial. Beweismaterial? Und was macht das hier vor dem Eingang? Ja, hätten wir es im Beutel liegen lassen. Ja, aber hier können Sie es auch nicht lassen. Ihr habt gleich das Haus voller Franzosen. Kommen Sie her und räumen das weg sofort. Nein, das geht nicht mehr. Wir sind ja mitten in der Vernehmung. Wie stellen Sie sich das vor? Soll ich das Zeug vielleicht durch die Gegend schleppen? Ich glaub's Ihnen wohl. Ja, das soll die Sonja machen. Wiederschauen. Er steckt das Handy weg. Hubert, das wird ein Nachspiel haben. Das sag ich Ihnen gleich. Nachspiel. Sonja! Freund Wirt! Behutsam hält Staller eine weiße Taube, hebt sie vor sein Gesicht und lächelt. Die sind für schon possierlich. Wunderschöne Tiere. Ha. Schon in der Taufgeschichte der Bibel wird die Taube als Versinnbildlichung des Heiligen Geistes genannt. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und alles voll scheißen. Staller lässt die Taube nach oben wegfliegen. Ja, worum geht's denn eigentlich? Wir wollten bloß einmal hören, ob Ihre Tauben da noch vollzählig sind. Wieso das? Ja, wir haben eventuell ein paar gefunden, also das, was davon übrig ist. Er zeigt das Sakko. Mein Gott. Ja, warum sind das her? Das ist vom Herrn Kaiser. Ah, hat der sie geschickt? Ja? Soll ihm vielleicht auch noch die Reinigung zahlen? Ja, ja, saubere Herr. Acht meiner schönsten Tiere hat er auf dem Gewissen. Wie kommen Sie jetzt auf den? Ja, fragen Sie doch mal, was da letzte Woche war. Ja? Auf der Hochzeit vom Schützenverein. Wir hätten ihn ja gefragt, wenn er nicht tot wäre. Ermordet? Der Kaiser? Ja, was war denn auf der Hochzeit vom Schützenverein? Taubenkot ja. Landet auf Stallers Schuh. Also, ich selber war ja gar nicht dabei. Und Jackenkragen. Ich war krank. Aber die müssen so besoffen gewesen sein und dann wollten sie einen Ehrensalut schießen. Naja, dann hat der Kaiser wohl die Idee gehabt, es wäre doch viel lustiger, auf was Richtiges zu schießen. Ja, das ist ja mal eine schöne Abwechslung. Acht meiner schönsten Tiere. Einfach abgeknallt. Ach so, ja, da wäre ich wahrscheinlich auch sauer. Vielleicht so sauer, dass ich ihn umbringen könnte? Ja, Moment. Staller zückt die Waffe. Ich gebe ja zu, dass ich wütend auf ihn war, aber Mord? Na. Ansi. Staller versteckt die Waffe. Wo waren Sie gestern zwischen 20 und 22 Uhr? Ja, da war ich hier. Wer hat dir was mit dem Magen, oder? Kann das wer bezeugen, also außer Ihren Tauben? Nein, ich lebe allein. Ja gut, das war's dann. Wenn Ihnen noch was einfällt, anrufen. Die Polizisten wenden sich ab. Staller bückt sich, hebt Schnee auf und wischt über den Kragen seiner grünen Allwetterdienstjacke.
Kämmerer, erst Mitte 40, dreht sich zur Voliere um, stützt sich ans Gitter und betrachtet die 5 weißen Tauben. Nachdenklich senkt er den Kopf, nimmt einen Sack und geht. Im Gang des Reviers stehen die Möbel zwischen der Tür des Vorraums und des Dienstzimmers. Girwitz mit Kerzenleuchter und Tischlämpchen hält Sonja mit dem Fuß die Tür auf. Die schleppt ein mannshohes Regal ohne Fachböden herein. Ja, los, 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 die kommen gleich. Können Sie nicht mal mit anpacken, Herr Girwitz? Ich helfe doch gerne, das sehen Sie doch. Wo soll denn das jetzt hin? Einfach irgendwo hin. Man sieht doch auch doof aus hier. Ja, aber draußen sieht es doch viel schlimmer aus. Okay. Also los. Er schickt sie wieder raus. Oh, oh. Oh, da sitzt sie schon. Und verkeilt die offene Tür. Ja, Riedel? Sagen Sie mir nicht, dass Sie gleich da sind. Nein, ich wollte nur Bescheid geben, dass ich jetzt getankt habe. Wie getankt? Das wollen Sie schon vor einer Stunde gemacht haben. Ja, das ist alles ein bisschen blöd gelaufen. Ich hatte mein Geldbeutel im Auto vergessen und ja, dann musste ich nochmal zurück und... Ich will es gar nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Riedel, packen Sie die Franzosen ein und kommen sofort her. Ja? Sofort. Jawohl. Lass nicht Zeit. Keine Eile. Keine Eile, jawohl. In einem Gastraum. An einem Tisch mit einer leeren Weinflasche gießt jemand Rotwein in Stielgläser. 4 Hände erheben die gefüllten Gläser und stoßen zusammen an. Riedel kommt zum Tisch. Man reicht ihm ein Glas Rotwein. Wir müssen gehen. Nous allons. Allez, allez. Riedel steht der Mund offen. Dann grinst er, hebt sein Glas und trinkt. Im Streifenwagen fahren Hubert und Staller vors Revier. Dort parkt ein grauer SUV. Baum ist ganz flau. Hast du Schwein? Nein, das hat meine Mutter immer gesagt, wenn es länger nichts gegessen gehabt hat. Jeder Depp fährt so ein SUV. Fährt am Kürbitz. Sag ich ja, jeder Depp. Die Polizisten betreten das Revier. Im aufgeräumten Gang sitzt ein dunkelblonder Mann neben Fichte. Das dauert bestimmt nicht mehr lange. Ja, ich hoffe nur. Fräulein Johanna. Die winkt. Hallo, wir kümmern uns gleich um Sie. Okay. Wer ist denn der Typ da daneben? Überlegen wir. Die Ermittler kommen ins Vorzimmer. Sind die Franzosen schon da? Nicht da, hätten aber schon seit einer halben Stunde hier sein müssen. Riedel meldet sich nicht. Was? Wieder nichts mit dem Buffet? Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall in einer Stunde beim Bürgermeister sein. Sonja, macht jetzt doch jeder, was er will. Ich hab Hunger. Ich weiß es nicht, aber die zwei da draußen warten schon eine ganze Weile auf euch. Ja, dann schick's halt nein zu uns ins Büro. Ja, das geht nicht. Warum? Hat der Girwitz mit euch noch nicht gesprochen? Hubert zieht zu Staller. Sau doof. Im Dienstzimmer. Seid ihr komplett wahnsinnig? Was ist denn da los? Ich hab damit nichts zu tun, der Chef wollte das so. Der Chef wollte das so. Sag mal, dreht der jetzt komplett ab, oder? Was machst denn du da? Ich versuch einfach ruhig zu bleiben. Staller sitzt im Sessel, umgeben von den anderen Möbeln aus dem Wald, und schließt die Augen. Im Gang entdeckt Girwitz Fichte und den Dunkelblonden. Ah, hallo. Guten Tag. Ja. Ach, da sind Sie endlich. Im Dienstzimmer. Brauchen Sie vielleicht eine Stehlampe? Blödsinn. Der Riedel, hat er sich gemeldet? Na, jetzt sag mal im Ernst, wie lange soll denn das Zeug da stehen bleiben? Sie haben das Zeug hier angeschleppt, also bleibt es auch in Ihrem Büro. Zumindest so lange, wie die Franzosen hier sind, nicht? Die sind aber gar nicht da. Ja, deswegen ziehen Sie es los und suchen Sie und bringen den Riedel gleich mit. Ach so, wir sollen jetzt Franzosen suchen und der Mordfall, der ist dann unwichtig, oder was? Ich such doch da jetzt nicht irgendwelche entlaufenen Franzosen. Es geht hier um internationale Belange. Das hat schließlich Vorrang, verdammt nochmal. Ja. Entschuldigung, ich will ja nicht stören, aber brauchen Sie uns noch? Warum? Weil meine Frau und ich, wir heiraten morgen und haben offen gestanden, Besseres zu tun, als hier stundenlang rumzusitzen. Ne? Jetzt haben Sie es gehört, ja? Er und Staller folgen Oberstädter in den Gang. Aber danach suchen Sie sofort die Franzosen! Ach, und ich soll jetzt losfahren und den Riedel suchen? Na, Sie bleiben hier und leiten den Einsatz, nicht? Ja. Sonja hat die Arme verschränkt und zieht die Brauen hoch. Im Verhörraum sitzen Fichte, Oberstädter, Hubert und Staller. Dass der Kaiser umgebracht worden ist, das wissen Sie. Ja, Johann hat es mir erzählt. Das ist wirklich eine schlimme Geschichte. Aber was habe ich damit zu tun? Herr Oberstädter, Sie sind doch ein Ehrenmann. Wenn Sie was sagen, dann kann man sich darauf verlassen. Ja, klar. Das ist das Problem. Wieso?
Weil Sie den Herrn Kaiser bedroht haben. Wenn Sie zu jemand sagen, dass schäbert, dann schäbert es. Ach, die Geschichte meinen Sie? Ja, die Geschichte meinen wir. Der sollte den heute Abend fotografieren, und stattdessen macht er die Johanna blöd an. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist eine sehr schöne Frau. Ja, mir reicht's dann, und dann habe ich ihn rausgeschmissen. Mhm. Warum waren Sie dann noch mal bei ihm im Laden? Weil er mir am nächsten Tag eine derart gepfefferte Rechnung präsentiert hat, dass ich ihm gesagt habe, jetzt hackt's aber. Ja, ich, Schatz, die Johanna hat gleich gesagt, zahl die Rechnung und erspar dir den Ärger. Bei mir geht's da nicht ums Geld, sondern ums Prinzip. Und das versetzt Sie dann so in Rage, dass Sie ihm gleich einen Wagenheber drüber ziehen? Nee, ich habe ihm klipp und klar gesagt, dass ich die Rechnung nicht zahle und dass er meine zukünftige Frau in Ruhe lassen soll. Fertig. Gestern Abend zwischen 8 und 10, wo waren Sie denn da? Da war ich im Flieger, ich kam von der Messe aus Leipzig zurück. Es gibt ja mit Sicherheit Passagierlisten. Ja, können Sie auch die Johanna fragen, sie hat mich nämlich um 10 vom Flughafen abgeholt. Ja, das stimmt. Abgesehen davon kann ich Ihnen versichern, dass der Adrian zu so einer Tat gar nicht fähig ist. Er ist nämlich der netteste und großzügigste Mensch, den ich kenne. Für ihn würde ich meine Hand ins Feuer legen. Oberstädter küsst Fichtes Hand und drückt sie. Im Gang. Jetzt noch mal wegen der Liebe. Also, ja, weil Sie doch gesagt haben, dass Sie so viel davon haben, da geht's mir ähnlich. Aha. Also, ich habe mir gedacht, ich würde gerne mal was spenden für die Kinder. Ach so. Gerne. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen einfach meine Visitenkarte. Da steht alles drauf. Bei Page und so. Ja. Die Kinder werden es Ihnen danken. Ja, der Dank von der Chefin wird mir schon langen. Also vielleicht einmal bei einem alten Abendessen. Ich glaube, wir müssen langsam, ja? Und schon genügend Zeit verdrödelt. Tschüss. Ich hoffe, Sie finden den Mörder. Schnell! Hubert stellt sich neben Staller. So eine schöne Frau und so ein blöder Hund. Was will denn der von dir? Ja, was bist denn du von der? Ja, weil er Geld hat. Ganz genau. Aber ich glaube, der kein Wort. Die gibt dem bloß ein Alibi. Die gibt doch einem Mörder kein Alibi. Hupsi, die hat eine Hilfsorganisation für Kinder. Im Vorraum. Wenn einem langweilig ist, kauft man sich einen Wellensittich, setzt sich für Seehunde ein oder gründet eine Hilfsorganisation. Ne? Okay. Ich weiß auf jeden Fall, wo das Ferkel wohnt. Ja. Ja, die Liebschaft vom Kaiser. Genau. Und das Ferkel heißt Frau Leithammer, wohnt in der Steinstraße 7. Sie reicht Hubert einen Zettel. Danke. Die Ermittler gehen. Girwitz kommt aus seinem Büro. Sag mal, hat der Riedel sich endlich gemeldet? Nee, immer noch nicht. Er treibt mich noch in den Wahnsinn. Er zückt sein Smartphone und sieht darauf. Sind die beiden fertig mit ihrer Vernehmung? Die sind gerade raus. Wieso sind die raus? Ich wollte... Oh! Riedel! Ich dachte schon, wir müssen die von der Straße kratzen. Wo sind sie? Ja, na, mir geht's gut. Ja, und die Franzosen, wo sind die Franzosen? Hervorragend. Sagen Sie mal, trinken Sie da? Ja. Aber nur aus reiner Höflichkeit. Riedel. Sie laden jetzt sofort die Leute ein und kommen hierher. Ja, das geht nicht, weil die laden ja mich schon die ganze Zeit ein. Wenn Sie jetzt nicht sofort kommen, hat das ernsthafte Konsequenzen für Sie. Hey, das war mein Chef. Jemand nimmt Riedel das Handy weg. Riedel, jemand hat seine Polizeimütze entfernt und ihm eine Baskenmütze aufgesetzt, hält sein Glas. Seine Augen sind geschlossen. Er singt. Hat er jetzt ernsthaft aufgelegt? Der kann was erleben, wenn er jemals wieder hier auftaucht. Herr Girwitz, ich will nichts sagen, aber wir haben in 30 Minuten den Termin beim Bürgermeister. Das müssen wir absagen. Meinen Sie das jetzt ernst? Wir können doch nicht ohne Franzosen zum Empfang der Franzosen gehen. Mach so lächerlich. Girwitz stürmt in sein Büro. Hubert und Staller kommen zu einer schwarz-grauen Haustür. Daneben ein roter Topf mit einem Buchsbaum. So, das ist ein Ferkel. Und Sie, ein Ferkel ist nichts anderes wie ein junges Schwein. Eine etwa 70-Jährige öffnet die Tür. Doch schon älter. Ja, bitte? Sind Sie die Frau Leithammer? Ja. Was kann ich für Sie tun? Kennen Sie einen Herrn Kaiser? Ja, sehr gut sogar. Drinnen sitzen Leithammer und die Polizisten vor Schnapsgläsern mit Goldrand. Darf ich Ihnen ein Gläschen von meinem selbstgemachten Eierlikör einschenken? Sehr gern. Sie gießt Hubert ein, dann Staller. Bitte? Der stürzt sein Glas in einem Zug hinunter. Lächelnd nickt Leithammer ihm zu und hebt ihr Glas an die Lippen. Tut gut. Noch ein Schlückchen? Ja, also, dass der Herr Kaiser tot ist, das haben Sie gehört, oder? Ach, wirklich? Das ist aber schade. Ja, sehr schade. Ja, mein. Irgendwann erwischt es jeden von uns. Nicht wahr?
Deswegen, so jung kommen wir nie mehr zusammen. Sie schenkt Staller nach. Er grinst und nippt. Lilly kommt herein. Entschuldigung? Was machen Sie denn hier? Die Herren sind wegen meiner Fußmassage hier. Natürlich, Mutter. Wir kennen uns doch aus dem Hochzeitsland. Ach so, dann ist das das Ferkel, ne? Vielleicht können wir das drüben besprechen. Sie knetet ihre Finger. Hubert nickt. In einem ebenerdigen Zimmer mit weißem Sofa und weißem Teppich. Vielen Dank. Meine Mutter ist zwar dement, aber es gibt Dinge, die muss auch sie nicht mitbekommen. Auf dem Handy vom Kaiser, da haben wir so SMS gefunden. Lilly senkt den Blick. Ja, wir waren ein Paar. Sieh mal, Verhältnis mit ihrem Chef kommt. Mann, das war mehr als ein Verhältnis. Das war was Ernstes. Er wollte mit mir zusammen nach München ziehen. Und hat seine Frau das gewusst? Sie zuckt die Schultern und schüttelt den Kopf. Ich denke, sie hat was geahnt. Wo findet man die Frau Kaiser? Die wird noch im Geschäft sein. Ja, wenn die den umgebracht hat, dann tut die jetzt so, als wäre alles normal. Ihr Chef hat öfter mit Rumänien telefoniert. Können Sie sich noch vorstellen, warum? Nee. Wenn Sie mal reden wollen, ach, was Persönliches, rufen Sie mich an. Er reicht ihr ein Kärtchen. Also, da war tatsächlich noch was, aber ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Christoph hat mir vor ein paar Tagen eine CD gegeben. Ich sollte sie für ihn aufbewahren. Was für CD? Mit Hochzeitsfotos, die er in den letzten Jahren gemacht hat. Ich hole sie Ihnen schnell. Hoffentlich sind keine Ferkelfotos drauf. Die Daumen in den Gürtel gehakt, grinst Staller. Am Buffet rollt Sonja Klarsichtfolie ab und schneidet sie mit einer Schere durch. Mit den Händen in den Hosentaschen kommt Girwitz herein. Und hier ist der Bürgermeister aufgenommen? Ja, begeistert war er nicht. Das wird für Riedel ein übles Nachspiel haben. Ich kann er ja nichts dafür. Wer weiß, was dem schon wieder passiert ist. Ja, ich hoffe, eine gute Entschuldigung. Und die Franzosen gut abgeliefert. Was machen wir jetzt mit den ganzen Platten? Ja, bevor es schlecht wird, nehme ich's mit. Er nimmt ein Ei. Was? Im Hochzeitsladen sitzt Kaiser vor Hubert und Staller. Sie haben uns gar nicht erzählt, dass ihr Mann ein Verhältnis gehabt hat. Mein Mann? Ja, ich... Du brauchst gar nicht lang rumstehen, dann haben sie es gewusst, oder nicht? Sie sieht zur Seite. Ja, ich wusste davon. Ja, dann müssen wir sie leider mitnehmen. Wieso? Ich habe doch gar nichts getan. Aber sie haben ein Motiv gehabt. Aber unsere Ehe war doch schon zerrüttet. Ja, das ist ja heutzutage Standard. Nein, ich meine wirklich, ich hatte ja auch jemand anderen. Wer soll das gewesen sein? Franz Kämmerer. Das ist der Taubenzüchter, das wird das Taubenmassaker erklären. Ja, da hat mein Mann ihm wohl eins auswischen wollen. Na, was der Taubenzüchter? Nein. Der war an dem Mordabend mit mir zusammen. Da sind Sie ja ganz sicher? Na, freilich, wir waren doch den ganzen Abend bei ihm. Eine von seinen Jungtauben hatte sich am Flügel verletzt. Hubert schaut zum Kollegen. So ein Schmarrn kommen Sie nicht ans Denken. Tja, und jetzt? Ja, also jetzt nicht verreisen, ne? Bleiben Sie am besten in der Stadt. Die Ermittler kommen ins Revier. So, jetzt aber. Staller eilt los. Hubert schaut durchs offene Anmeldefenster. Hallo? Staller steht vor leeren Tischen. Nein, das gibt's doch nicht! Hubert kommt in den Konferenzraum. Was blärst denn so? Alles weg. Ja, deswegen warst du nicht lernen. Hupsi, alles zusammengefressen. Da lasst mir doch ein bisschen was über. Ja, deutsch-französische Freundschaft ist schwierig. Hupsi, das sind Kollegen. Cäsar und Brunner, das waren auch Kollegen. Im Dienstzimmer schläft Riedel im Sessel. In seinem Schoß ruht ein Spezialitätenkorb mit französischer Banderole. Die Ermittler treten ein. Riedel? Seine Brauen zucken. Ist der besoffen? Ja, aber er hat uns wenigstens was mitgebracht. Lächelnd beugt er sich vor und nimmt eine Wurst heraus. Salami. Na, danke. Was, warum? Weißt du nicht, was da alles drin ist? Schnecken, Schildkröten, Frösche? Willst du nicht bei dem Konsulat anrufen? Die haben wir schon lange zu. Ja, gut, dann machen wir Schluss. Machen wir Schluss. Servus. Ciao. Hubert geht. Sein Kollege greift sich eine Dose Pralinen aus dem Korb. Keine Schokolade. Staller sieht kurz Richtung Tür. Vorsichtig streckt er seine rechte Hand nach einer Schachtel mit Macarons, Keksen aus. Seine Hand zuckt zurück. Dann nimmt sie die Schachtel und gibt sie in die andere Hand zur Dose. Die rechte greift schnell die Salami und ein Gläschen.
Riedel rührt sich nicht. Staller legt alles zurück in den Korb und nimmt ihn am Henkel aus Riedels Schoß. Vor dem Revier parkt das Dienstrad. Im Vorzimmer blättert Sonja durch einen Stapel Papier. Staller kommt herein, Hubert folgt ihm. Sonja, haben die französischen Vielfraße das ganze Zeug da gestern zusammengefressen? Sind wir froh, dass keine Frösche dabei waren, hä? Die Franzosen waren gar nicht da. Was? Ehrlich gesagt wissen wir gar nicht, wo die abgeblieben sind. Der Transporter ist auch weg. Ja, was mit dem Riedel? Beim Chef drin. Ich hatte ihnen eine einfache Aufgabe gestellt. Die Franzosen vom Bahnhof hierher, mehr nicht. Ich weiß. Ja und? Ja, das Benzin ist ausgegangen. Dafür gibt's Tankstellen, Riedel. Ja, aber da war das Benzin ja schon alle. Vorher, Riedel, vorher. Bevor das Kind im Brunnen gefallen ist, nicht nachher. Riedel nickt. Und jetzt sagen Sie mir, wo um alles in der Welt sind die Franzosen? Und wo ist der Transporter? Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Sie wissen es nicht. Der Bürgermeister macht mir die Hölle heiß. Und die Presse reißt uns den Kopf ab, wenn sie erspitzt kriegt. Und Sie wissen es nicht. Bin ich jetzt suspendiert? Riedel, wenn wir die Franzosen nicht mehr finden und der Transporter nicht mehr auftaucht, dann war's das für Sie. Riedel stellt den Korb. Das ist übrigens für Sie. Vor den Chef. Im Korb nur leere Verpackungen. Girwitz schnippt eine zu Boden. Ich wissen, wer das alles da zusammengefressen hat. Riedel, warst du das? Der Girwitz. Und was sagt er? Wenn die Franzosen nicht mehr auftauchen, dann werde ich suspendiert. Ja, sei froh, Riedel. Polizei, das war vielleicht für dich nicht so. Ja, aber das ist doch mein Beruf. Ich kann ja gar nichts anderes. Das ist natürlich scheiße. Ja, er ist doch noch jung, dem stehen ja alle Türen offen. Genau, da machst du Gebäudereiniger. Pizzabäcker. Oder Zugbegleiter. Riedel geht. Staller zeigt die CD. Sonja? Was da drauf? Ja, das sind so Aufnahmen vom Kaiser, die hat er gemacht die letzten Jahre von Hochzeiten. Was soll ich damit? Ja, wir haben gedacht, das interessiert dich. Mich? Ja, vielleicht willst du ja auch einmal irgendwann irgendwen heiraten. Ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit passieren wird. Ja, dann schickst du es zurück. Sonja zieht einen Mundwinkel hoch. Im Gang gehen Hubert und Staller zum Dienstzimmer. Was machen wir jetzt eigentlich mit dem ganzen Zeugs da? Riedel steht am Kaffeeautomat. Riedel, kommst du mal bitte? Mit hängenden Schultern trabt dieser ins Dienstzimmer. Ein Nachtkästchen steht auf Stallers Tisch. Riedel, in schweren Zeiten, da zeigt sich, wer wirklich was auf dem Kasten hat. Okay. Du musst dem Girwitz einfach mal beweisen, dass du ein knallharter Kriminalist bist. Und wie soll ich das machen? Find raus, wem das Kastel gehört. Und wie? Weiß ich nicht. Find's einfach raus. Riedel nimmt aus einer Schublade des Kästchens ein DIN A4-Heft. Auf dessen grauen Umschlag ist ein Klebeetikett. Staller reißt das Heft an sich. Gut, danke, Riedel, hat sich erledigt. Ihr sagt dem Chef aber schon, dass ich das gefunden habe. Ja, mach mal. Staller nimmt das Foto eines Buben aus dem Heft und deutet auf eine Seite. In einem Schwimmbecken sind 5000 Liter Wasser. Ein 60 Kilogramm schwerer Mann. Sie? Kommt dir der irgendwie bekannt vor? Er hält das Foto. Nein. In seiner Werkstatt sitzt Yazid zwischen den Ermittlern. Illegale Müllentsorgung, ich? Das ist sicher nicht. Hubert wirft Heft und Foto vor ihn. Du meinst wegen der Möbel? Das kann ich dir erklären. Ja, erklär's. Meine Großmutter ist verstorben. Fängt gut an, die Geschichte. Und die war sehr umweltbewusst. Und deswegen war es mir ein Bedürfnis, die Überreste ihres irdischen Daseins im Wohnbereich an Mutter Erde zurückzuführen. So. Er verschränkt die Finger. Wann war das? Wann war das? Yazid spitzt die Lippen. Das war... Hubert runzelt die Stirn. Vorgestern Abend, so gegen 10. Da wir nicht wissen können, dass das was mit einem Mord zu tun haben kann. Na, hast nicht. Ist dir da irgendwas aufgefallen? Nein. Staller hält das Foto und legt es wieder vor Yazid. Ah, doch, jetzt, wo du das ansprichst. Da war so ein grauer SUV. Wegen dem wäre ich beinahe in den Graben reingefahren. Mhm. Und hast du da zufällig den Fahrer erkannt? Nein, war viel zu dunkel. Da oben steht halt so ein grauer SUV. Wieso so einen teuren Hochzeitsfotografen umbringen? Entschuldige, Hochzeitsrechnung für 6.000 Euro? Wenn von mir einer plötzlich 6.000 Euro verlangt? Ja, dann bringst du ihn um. Also ich kenne ja Leute, die würden ihre Großmutter für bedeutend weniger Geld umbringen. Und was genau ist denn jetzt deine Oma gestorben? Alter Starrsinn. Der Oberstädter, der ist doch im Flugzeug gesessen. Ja, aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Mörder lügt. Da ist übrigens die Rechnung. Für was?
Anlieferung der Möbel? Die Polizisten starren ihn an. Nicht. Er wirft die Rechnung vor sich. In seinem Büro steht Gewürz am Fenster. Herr Gewürz, der Bürgermeister ist am Telefon wegen den Franzosen. Der Chef hat die Arme verschränkt. Nee. Stellen Sie durch. Gut. Er setzt sich. Herr Bürgermeister, was kann ich für Sie tun? Er fährt sich mit den Fingern durchs Haar. Ja, ich weiß, ich... Aha. Ja, das habe ich auch gesagt, ja. Stirnrunzelnd blinzelt der Chef. Ach, wirklich? Ja, wieder ein. Er nickt und legt auf. Staller schaut auf ein Webformular. Spende für Kinder in Hermannstadt. Was? Na, das passt. Wieder schauen. Das war die Fluggesellschaft, der Oberstädter war wirklich im Flugzeug. Das ist doch zum Kotzen. Jetzt können wir wieder von vorne anfangen. Immer das Gleiche. Was hast du denn? Ja, wegen der Spende. Ich hab doch der Johanna versprochen, dass ich für die Kinder auch Geld überweise. Überweis halt. Aber jetzt wollen die meine Kreditkartennummer. Warum muss denn das alles so kompliziert sein? Warum musst du immer so blären? Gut, dann gehen es da die Möbel zu denen hin und fertig. Nein, das ist dann eher eine Strafe und keine Spende. Ab nach Hermannstadt. Hermannstadt? Da, wo der Kaiser immer angerufen hat. Ja, vielleicht wollte der auch was spenden. Ja, ganz bestimmt. Ja. Kommt ihr mal kurz? Hubert greift zum Telefon. Staller steht auf, Hubert wählt. Er hält die Sprechmuschel zu. Du, was heißt denn Hallo auf Rumänisch? Pronto? Im Vorraum. Ah, hat dich das jetzt doch interessiert mit den Heiratsbeuteln? Nein. Ich find's nur komisch, dass der Mann vor seinem Tod ausgerechnet diese Hochzeitsbilder auf eine CD kopiert hat. Das ist ja die Johanna. Mhm. Und die Bilder hat der Kaiser vor einem Jahr gemacht. War die schon mal verheiratet? Sieht so aus. Ey, okay, da hätte die doch wiedererkannt auf dem Polterabend. Warte mal, guck mal, das ist auch interessant. Das ist die Eheurkunde. Laut dieser heißt die gar nicht Fichte. So ein Tunnel. Ne? Winkler und der Mann Graf. Wie oft waren die schon verheiratet? Keine Ahnung, aber irgendwas stimmt da nicht. Ja, mit der stimmt einiges nicht. Ich habe mit dem Konsulat in Hermannstadt telefoniert und die sagen, der Kaiser hat sich über die Hilfsorganisation erkundigt. Und? Ja, die gibt's gar nicht. Und die Kinder? Gibt's auch nicht. Okay, ein falscher Name, die Organisation gibt's gar nicht. Betrug. Naja, sie wollte ihre Männer ausnehmen und der Kaiser hat's rausgefunden. Na, ist der Oberstädter gar nicht mit dem SUV gefahren, sondern sie? Bravo, Hans, auf geht's. Die Männer eilen hinaus. Sonja breitet die Arme aus. Danke, Sonja, für die tolle Zuarbeit. Was würden wir nur ohne dich tun? Frustrierend. Auf der Leiter vor dem Revier hantiert Riedel am deutschen Banner. Hubert und Staller kommen heraus. Habt ihr mit dem Chef gesprochen? Nein, haben wir nicht. Wieso? Riedel, wenn eine Tür zugeht, dann geht irgendwo eine andere wieder auf. Und wenn es eine Zugtür ist? Sie gehen. Gewürz kommt. Riedel! Er hebt den Arm und winkt mit zwei Fingern zum Kollegen hinauf. Dann geht er zurück ins Gebäude. Riedel steigt die Leiter runter und hastet dem Chef nach. In seinem Büro dreht sich Gewürz langsam vom Fenster weg. Ich habe gerade mit dem Bürgermeister telefoniert. Und? Er hat einen Anruf aus Frankreich bekommen. Die verschollenen Kollegen sind wieder zurück in Barbizieux. Mit unserem Transporter? Ja. Offensichtlich haben die Herren das vorgezogen, damit die Rückreise anzutreten. Der Transporter wird uns per Kurier zurückgeschickt. Oh, Gott sei Dank. Des Weiteren hat der Bürgermeister mich gebeten, Ihnen auszurichten, dass Sie aufgrund Ihres unermüdlichen Einsatzes beim Besuch der französischen Kollegen kurzerhand zum Ehrenbeamten der Polizei von Barbizieux ernannt wurden. Was, ich? Ja, Sie. Schauen Sie nicht so blöd. Riedel senkt den Blick. Außerdem soll ich Ihnen die Glückwünsche des Bürgermeisters ausrichten. Und was ist jetzt mit meiner Suspendierung? Obwohl ich der Meinung bin, dass diese Auszeichnung eigentlich mir zusteht, lasse ich als Ihr Vorgesetzter noch mal Gnade vor Richter gehen. Aber Riedel, das war das letzte Mal, das letzte Mal! Oh, merci beaucoup. Riedel! Wirklich! Ab! Er befreit sich aus Riedels Umarmung.
Hubert und Staller kommen in einen hellen Gang. Sie passieren eine Tür mit Schild daneben. Der Kaiser hat die Fichte erkannt und hat sie erpresst. Das ist die Mordsrechnung und die ganze Anruferei. Typischer Raufzahn. In einem Saal. Ich wünsche Ihnen, dass sich alles erfüllt, was Sie sich von Ihrer Ehe erhoffen. Und Kraft meines Amtes erklärt sich hiermit. Halt, stopp! Herr Oberstädter, das mit dem Heiraten, das darf ich mir noch mal überlegen. Was? Adrian, tu doch was. Aber haben Sie sie noch? Alle, wir heiraten gerade hier, da können Sie nicht einfach so reinplatzen. Entschuldigung, wir sind dienstlich da. Aha. Das mir echt überlegen. Also das können Sie schon mir überlassen, ob ich jetzt heirate oder nicht. Na, Ihre Liebste ist nämlich eine Heiratsschwindlerin. Die macht das öfter. Ja und? Dann war ich halt schon mal verheiratet. Schon mal ist das peinlich. Du hättest mir doch sagen können, dass du schon mal verheiratet warst. Und dass ich keine Jungfrau bin, hätte ich dir auch sagen sollen. Was? Das kann ich jetzt ganz schlecht beurteilen. Auf jeden Fall hat der Kaiser sie erpresst, oder? Moment mal. Das heißt, du kanntest den Kaiser schon länger? Deswegen ist er ja tot. Die rumänischen Kinder gibt's ja nicht und schon gar keine Hilfsorganisation. Fichte schleudert den Brautstrauß nach ihm und flieht. Hubert wirft ein Paket Reis nach ihr. Fichte stürzt. Staller hält den Strauß. Oh, Hansi, jetzt bist du fällig. Fehlt mir nur noch die Braut.